Ich bin Programmierer und habe irgendwann, nachdem ich so in Jugendtagen den Amiga und auch den C64 programmiert habe, habe ich gedacht, naja, mache ich das jetzt mal zum Beruf. Und hat mich allerdings diese alte Maschine, die hat mich nie losgelassen. Und seit ein paar Jahren weiß ich auch, dass das, was ich betreibe, jetzt den Namen Retro-Computing hat. Und jetzt möchte ich mal einfach diese Demo ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen was darüber erzählen. Amiga kennt ihr ja wahrscheinlich ziemlich viel, da werde ich jetzt auch gar nicht mehr in jedes Detail zu dieser Maschine einsteigen. Zu der Geschichte der Demo beginne ich am besten von vorne, und zwar ist das im Januar 1984. Da fand in Las Vegas die CES statt, die Consumer Electronics Show, und da gab es dann unter anderem, ich beende das gerade mal hier, da gab es dann unter anderem eine bis dato etwas nicht wirklich, Moment. Entschuldigung, muss gerade meine Slides suchen, weil ich habe diesen Rechner gerade vor ein paar Minuten erhalten, weil mein Rechner ein paar Diskompatibilitäten hier hat. Da gab es dann... Ach, das Sappalott. Okay, ich glaube, das Ding möchte uns hier eine Diashow machen, aber ich möchte das gerne selber machen, deswegen gucken wir uns das jetzt mit Windows-Trauerrand an. Da hatte die Firma Amiga eben einen Stand. Die sind bisher nur aufgefallen durch Herstellungen von Joysticks. Und Joysticks waren damals wirklich sehr triviale Geräte. Also das waren wirklich nur irgendwelche elektrischen Schalter. Und von daher also definitiv kein Laden, wo man irgendwie vermuten würde, dass die einen kompletten Computer produzieren. Hatten sie aber gemacht. Die haben dann hatten dann die Monate davor schon eine sehr illustre Gruppe an Programmierern aus dem verdächtig viel aus dem Atari-Umfeld zusammengeheiert, und die haben einen Computer gebastelt, einen Prototypen eines Computers, der im Hinterzimmer dieser Demo ausgewählten Besuchern vorgeführt wurde. Hier ist das, sehr beeindruckender Aufbau. Das da oben war der Monitor, das daneben war der Computerprototyp, was da so urgewaltig ausschaut. Das war damals noch sehr, sehr prototypisch. Sah nämlich so aus, also diese lustigen Platinenhaufen, die da sind, das sollten dann später noch die einzelnen Chips werden. Und man sieht hier zum Beispiel dann auch die Verbindung hier, ne, da mal irgendwann der Chip rein und da dann dieses komplette Dingens. So. Ja, und dieser Prototyp wurde dann später als der Amiga bekannt. Da ich hier jetzt auf dieser schönen Messe gar keinen echten A1000 gefunden habe, hier mal schnell noch ein Foto dieser Maschine, die dann veröffentlicht wurde. So, in diesem Hinterzimmer gab es dann eben den Amiga-Ball zu bestaunen auf dem Monitor, und der hat für viel Aufregung und Erstaunen gesorgt, weil man war einfach nicht gewohnt, dass es so große animierte Objekte vor festen Hintergründen gab und die noch Schatten auf den Hintergrund geworfen hatten. Und da war also vieles neu. Laut den Leuten dort war also der meistgehörte Kommentar bei der Vorführung dieser Demo: Oh shit. Ja. Genau. Ist heute etwas schwer nachzuvollziehen, warum man da so in Begeisterung ausstürmt, aber ich kann euch versichern, also 1984 Winter ist man beim Anblick von so einer Demo einfach in Ohnmacht gefallen. Hat auch noch 3 Jahre später dann bei 14-jährigen Computerfreaks funktioniert. Okay. Genau. Geschrieben wurde diese Demo von Mitgliedern des Entwicklerteams. Das war vor allem Day Luck und R.J. Michael. Und es gehört eigentlich noch jemand namens Sam Dicker mit dazu. Ich
habe mal hier ein Foto der drei Herren. Die Geschichte zu der Entwicklung gibt so ein bisschen Folklore-Legende. Also man sagt, dass die nach dem ersten Messetag hatte man ein gemeinsames Abendessen und die R.J. Michael und Dale Luck waren dann der Ansicht, sie müssten jetzt noch mal eine bessere Demo für den Rechner produzieren und haben sich dann auf den Messestand zurückgeschlichen, sich mit einem Sixpack Bier bewaffnet und dann die Nacht über diese Boing-Demo zusammengehackt und die lief dann nächsten Morgen auf diesem Monitor und die Kollegen haben sie dann schlafend auf dem Messestand halt so vorgefunden. Das stimmte so wahrscheinlich nicht ganz, weil es gab vorher schon von Sam Dicker den Spinning Ball-Demo. Und wir werden später auch im Source Code sehen, in dieser Simply sehen, dass da einiges dafür spricht, dass das schon vorher da war. Dieser Spinning Ball hat einfach nur diesen Amiga-Ball in Rotieren da gezeigt. Es gab keinen Hintergrund, es gab keine Bewegung, einfach nur diese Rotation. So. Mit der Boing-Demo ging es dann noch ein bisschen weiter, also die wurde dann für künftige Versionen des Betriebssystems ein bisschen angepasst, sie wurde für europäische Amigas angepasst, sie wurde von einigen Bugs befreit und sie wurde ein bisschen noch ans Multitasking-Betriebssystem angepasst und im Großen und Ganzen gibt es da etliche Versionen und die allerjüngste Version der Demo hat tatsächlich einen Versionsstring vom 4.6.1996. Auch schon ein Hinweis darauf, also der Source Code ist natürlich nicht verschollen, aber ich habe leider keinen Zugriff darauf. Aber es gibt ihn, er ist in guten Händen. So, genau. Boing selbst, die Demo wurde nie öffentlich von Commodore irgendwie veröffentlicht, dass man irgendwie eine Diskette rausgegeben hat. Stattdessen haben dann irgendwelche Händler haben das dann kopiert bekommen und die haben es dann auch an ihre Kunden weiter kopiert. Und das hat dann auch so gereicht. Ja. Genau, und wir nehmen uns eine dieser Versionen vor, eine relativ frühe, die ist vom November 1985, weil diese frühen Versionen hatten noch den Vorteil, dass da sogenannte Debug-Informationen dranhängen. Das heißt, wir sehen zumindest teilweise den Namen, den die Entwickler den Funktionsaufrufen, den Variablen gegeben haben und das macht es dann einfach ein bisschen leichter, dieser ganzen Geschichte zu folgen. Und ich bin auch nicht der Erste, der diese Debug-Symbole da entdeckt hätte. Also der Herr Mara beschreibt in seinem Buch The Future Was Here, The Commodore Amiga, beschreibt da sehr deutlich die Boing-Demo und auf seiner Webseite hat er auch ein Disassembly, das von einem finnischen Programmierer erstellt und kommentiert wurde. Diese Version habe ich jetzt auch mal als Ausgangsbasis genommen. Man kriegt zwar sehr leicht mit einem Disassembler schon eine sehr lesbare Version, aber er hatte da schon einige Kommentare hinzugefügt und das war dann eine ganz gute Ausgangsbasis. Und bevor wir uns jetzt aber mitten in diese Internas der Demo begeben, möchte ich jetzt noch ein paar Worte zu den relevanten Grafikeigenschaften der Demo sagen. Und da werde ich einige Sachen, die jetzt für die Demo nicht relevant sind, überspringen. Also bitte Kenner des Amigas jetzt nicht sauer sein, wenn ich so ein paar spezielle Spezialmodis da überspringe und jetzt nur darauf eingehe, was hier für die Demo relevant ist. Also Amiga hat eine 12-Bit-RGB-Farbdarstellung. Das bedeutet, es stehen für jeweils den roten, grünen, blauen Kanal 4 Bits und damit 16 Farbwerte zur Verfügung, was dann insgesamt zu 4096 Farben sorgte. Und der amerikanische Ur-Amiga hat da noch eine übliche Auflösung von 320 mal 200 Pixeln, beziehungsweise es ging dann auch bis 640 bis 400 Pixeln hoch, wobei
die Erhöhung der vertikalen Auflösung, die hat dann für ein deutliches Flimmern gesorgt, weswegen die eigentlich nicht so für ernsthafte Bildschirmarbeit zur Verfügung war. Aber Boeing verwendet 320 x 200 Pixel, also insgesamt 64.000 Pixel pro Bild. Genau, würde man jetzt diese 4096 Farben direkt hier auf diesen 320 mal 200 Pixeln abbilden, kämen wir auf stolze 93 Kilobyte Speicher, die das verbraucht, und das war damals eine Menge. Man plante den Amiga noch mit 128 Kilobyte Speicher und noch das viel größere Problem, der Videoprozessor hätte diesen Speicher dann 60 Mal in der Sekunde auslesen müssen und diese Bandbreite gab es einfach nicht. 5 Megabyte pro Sekunde hat er nicht hinbekommen. Und stattdessen hat man zu einem Trick gegriffen. Und zwar hat der Videochip 32 Farbregister zur Verfügung gestellt, die man mit eben einer beliebigen 12-Bit-Farbe befüllen konnte. Und die eigentlichen Pixeldaten, die haben dann bei 32 Farben, bestanden dann nur noch pro Pixel aus 5-Bit und die haben einfach nur auf ein Farbregister verwiesen und der Videoprozessor hat dann in der Videodarstellung, hat dann daraus direkt die Farbe generiert. So. Und genau, und dadurch, dass wir jetzt nur noch 5-Bit pro Pixel haben, hat so ein komplettes Bild nur noch 36 Kilobyte Speicher gefressen. Bandbreite war auch entsprechend niedriger, dass das alles funktionieren konnte und damit lief das. Die Sache hatte noch einen weiteren Vorteil, dadurch, dass die Farben in einzelnen Registern festgelegt waren, hatte man die Möglichkeit, wenn man eine Farbe verändert hat, dann hat sich das auf dem ganzen Bildschirm, hat sich da gleichzeitig die Farbe verändert, ohne dass man irgendwie die Pixeldaten an sich hätte anfassen müssen. Und das kann man auch schön demonstrieren im Emulator, den ich hier auf diesem Rechner leider gerade nicht parallel laufen lassen kann. Das ist ein bisschen, gucken wir mal, wie wir damit dann zurande kommen. Und diese Eigenschaft, dass wir eben da die Farben des kompletten Bildschirms ändern können, die ist da noch sehr recht essentiell für diese Demo. Moment, ich wollte was anderes zeigen. Ich gehe jetzt einfach mal in ein Voreinstellungsprogramm, das da das Betriebssystem hatte, weil das hat so diese schönen Farbregler hier und zum Beispiel das Schwarz, das sind jetzt die Pixeldaten, die jetzt hier aufs dritte Farbregister zeigen und wenn wir das hier verändern, ne, dann ändern sich sofort die Farben und genau das hat dann die Boeing-Demo dann auch verwendet. Genau. So. Weil der Ball besteht eigentlich aus drei Farben. Wir haben einmal ein tiefes Rot, wir haben ein helles Weiß und noch ein sehr helles Rot, das für die Bewegungsunschärfe zuständig war. Und tatsächlich haben diese Farben auf 14 Farbregister verwiesen und die wurden dann entsprechend ausgetauscht, dass dadurch dieser Dreheffekt erschien. Der Effekt nennt man Color Cycling und das wurde dann am Amiga später auch noch inflationär eingesetzt. Und da schauen wir uns jetzt mal im lebenden Objekt an. Da starte ich einen zweiten Emulator. Also was wir hier haben, ist jetzt ein Disassembly dieser Demo, wobei hier schon, also wie gesagt, das ist von der Version ausgehend, die der Herr Mara auf seiner Webseite hat, da sind dann schon einige Kommentare dazu gekommen. Ich bin nochmal dazu hinzugegangen und habe das ein bisschen strukturiert und vor allem in eine Version gebracht, dass man es kompilieren kann. Und die gehen wir jetzt einfach mal von Anfang an durch. Es ist, wie gesagt, ich habe vor allem alles entfernt, was
der C-Compiler so für sich hinzugefügt hat. Und wir haben hier hoffentlich nur noch das, was tatsächlich die Programmierer damals für die Demo programmiert haben. Die Demo ist in C. In C-Programme beginnen mit einer Funktion namens Main. Und genau da springen wir jetzt mal hin. Genau, und da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen im Schweinsgalopp durch. Also hier kommt das Programm rein, wenn es dann tatsächlich gestartet wird. Und es werden hier erstmal ein paar Systembibliotheken geöffnet. Das wäre die Graphic Library des Amigas und hier die Intuition Library, die übrigens auch von Day Luck und R.J. Michael geschrieben wurde. Und hier werden dann Systembibliotheken zur Fließkomma-Berechnung geöffnet. Das ist diese MAS-FFP-Name. Die war von Motorola mit einem etwas eigenwilligen Fließkomma-Format, aber dafür recht flott auf CPUs, die keinen Fließkomma-Prozessor haben, wie es eben der verwendete Amiga-Prozessor damals hatte. Noch eine Hilfsbibliothek für ein paar trigonometrische Funktionen, die verwendet wurden. Und genau, und hier wird dann schon das Setup gemacht, wo dann der Speicher für die Grafiken allokiert wird. Da gehen wir später im Detail hinein. Das wird allokiert, der Speicher wird gelöscht und berechnet, wie viel Speicher wir eigentlich brauchen. Und das nehmen wir nachher, gehen wir das dann ein bisschen im Detail durch. Hier wird dann letztendlich der Bildschirm geöffnet, auf dem die Demo läuft. Alles hier mit Systemaufrufen, schön sauber, die Betriebssystemfunktionen verwendet, was auch kein Wunder ist. Immerhin waren ja die Entwickler selber die Autoren dieses Betriebssystems oder dieser Teile. Hier wird noch ein Fenster geöffnet. Sieht man zwar nicht dieses Fenster auf dem Bildschirm, wird aber gebraucht, damit man zum Beispiel auf den unsichtbaren Close-Button reagieren kann. Und es wird auch die Maustasten selber abgefragt. Dafür ist das Fenster da. Und da werden dann noch weitere Allokierungen von Speicher gemacht, die wir jetzt auch nur im Schweinsgalopp runtergeben und kommen dann hier auf eine Funktion initGlobe und drawGlobe. Und das sind diese Funktionen, von denen ich vorhin sprach, die sehr wahrscheinlich vom Herrn Sam Dicker stammten. Schon alleine, weil, also wer es jetzt schon gesehen hat, die ganze Demo findet in der Main-Funktion statt, also wirkt wie, als hätte man das in der Nacht zusammengehackt und das da wurde dann, ist so sozusagen eingebunden worden. Und die Implementierung dieser beiden schauen wir uns gerade mal an. In initGlobe passiert grafisch noch nicht sonderlich viel. Ruhe. Der Hintergrund ist, dass dieser Ball nicht gemalt wurde, sondern wird programmatisch erzeugt, auch mit trigonometrischen Funktionen, die ich jetzt aber, ich hoffe, du verzeihst, nicht im Detail auseinandernehmen möchte. Aber er arbeitet tatsächlich mit einer Sinustabelle im Hintergrund. Oh. Und da passiert jetzt noch nichts viel. Die Party, die findet hier in drawGlobe statt, das gleich danach ja aufgerufen wurde. Und hier sehen wir, dass tatsächlich auch wieder Betriebssystemfunktionen verwendet werden. Da werden dann die entsprechenden Zeichensätze, die entsprechenden Farben gesetzt. Hier findet dann die entsprechende trigonometrischen Berechnungen statt. Und ziemlich viel Berechnung. Fließkomma-Berechnung ist kompliziert in Assembler, wenn man keine FPU hat. Und irgendwann stoßen wir dann hoffentlich auf ein paar echte Zeichenbefehle. Genau. Und da gibt es zum Beispiel,
Genau, eine Art und Weise, ausgefüllte Flächen zu zeichnen. Auf der Meta Graphics Library sind die Area-Befehle. Da gibt es dann Area Move und Area Init. Und bei Area End wird gemalt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich einfach einen Callback an der Stelle eingefügt habe, wo ich in meinen eigenen Code reinspringen kann. Und dann können wir das einfach mal ein bisschen verlangsamen und zugucken, wie er eigentlich diesen Bowling Ball malt. Da gehen wir jetzt, suche ich gerade den richtigen Emulator wieder. Das müsste der hier sein, genau. Und da werfe ich das hier gleich mal weg. Füge das hier hinzu, kompiliere das mal. So, was ich jetzt hier mache, das sind wie gesagt ein paar Callbacks, die hier stattfinden. Ich habe noch einen hier in InitGlobe, da warte ich jetzt einfach mal 3 Sekunden, nachdem ich den Bildschirm nach vorne bringe, da wird nämlich ein Hintergrund geführt. Und beim Area End, also wenn er eine Fläche zeichnet, warte ich jetzt auch einfach mal eine 25. Sekunde, um dass wir das ein bisschen verfolgen können, wie dieses Zeichnen eigentlich stattfindet. Und hier male ich jetzt einfach noch die Palette komplett rein. Sie erinnern sich, die Farbregister, die wir da vorhin gesehen haben. Und dass wir dann einfach die mal auf dem Bild sehen. Ich starte das mal hier und hoffe, das funktioniert dann. Genau. Hintergrund, das ist der Schatten, der ist schon gemalt. Und hier sehen wir, wie er jetzt hier scheibchenweise diesen Ball zusammenmalt. Und wir sehen jetzt schon, dass das sind nicht diese großen Schachbretter, die er hier hat, sondern das sind dann wirklich sehr, sehr feine Scheiben, die dann später mit der entsprechenden Palette gefüllt werden, sodass es dann aussieht, als wäre es eigentlich ein Schachbrett. Nämlich hier. Das da ist die Palette. Die habe ich jetzt einfach mal mit dazugefügt. Wir sehen einen Haufen Rotwerte, wir sehen einen Haufen weiße Werte und wir sehen hier oben die Hintergrundgrafik, das Grau, ein etwas dunkleres Grau für den Schatten und hier das Lila für das Gitter und ein dunkleres Lila für das schattige Lila hier. Gleich darauf achten, dass das hier unter dem Grauwert ist. Das trägt dann später noch zum Verständnis bei. Und wenn man jetzt hier das Color Cycling startet, dann sieht man schon, dass hier wirklich nur die Farben getauscht werden und dadurch dieser Dreheffekt passiert. Und ja, interessant wäre noch, es gibt noch einen, hier sind noch ein paar Farbfragmente zu sehen, die kommen vermutlich vom Emulator. Aber es gibt tatsächlich noch ein helles Rot, das wird dann, Moment, ich halte das gerade mal kurz an. Das wird dann, das wäre, das dann immer hier am Rand ist, was dann einfach so ein bisschen Bewegungsunschärfe sorgt. Das sind diese beiden Register hier. So, ich hoffe, damit ist jetzt das Konzept vom Color Cycling ein bisschen klar geworden. Oder gibt es da jetzt noch Fragen? Ansonsten ist das klar. Also wenn nicht, dann fragt lieber Letzte, es wird nicht leichter. Okay. Der nächste Effekt, der wäre dann, dass wir diesen Ball auf- und abspringen lassen. Und da wir jetzt schon für diesen Dreheffekt die Pixeldaten nicht haben verändern müssen, wäre es ja blöd, das jetzt für die hier zu tun. Und dafür wird dann das Hardware-Scrolling des Amigas verwendet. Und das werde ich jetzt auch mal kurz hier im Trockenen erklären. Das Ganze ist erstmal recht simpel, aber freut euch nicht zu früh, der Teufel steckt da noch ein bisschen im Detail. Genau. Unsere Bilddaten, die Pixeldaten, die liegen ja irgendwo im Grafikspeicher rum. Und das ist beim Amiga das sogenannte ChipRAM. Und ChipRAM ist aus Programmiersicht erstmal nichts anderes als ganz normaler Arbeitsspeicher, hat aber die Besonderheit, dass eben der Chipsatz des Amigas und damit auch der Videochip
direkt darauf zugreifen kann und den auslesen kann. Und wir müssen einfach nur, also das Programm muss sich dafür sorgen, dass diese Pixeldaten dann auch im Chip-RAM liegen. Das passiert hier auch. Vorhin haben wir ja gesehen, wo der Speicher allokiert wird. Da wird das dann angegeben. So, und der Videoprozessor, der baut das Bild dann zeilenweise auf und liest, wie wir vorhin gesehen haben, dann aus jedem Register hier die Farbe aus und bildet die dann ab. So, und das Ganze macht er 60 Mal in der Sekunde. Und jetzt kommt man auf diesen teuflischen Gedanken, wenn wir dem Videoprozessor jetzt sagen, nach jedem Bild, guck mal, deine Daten könnten ja auch eine Zeile drüber, oben drüber oder drunter geholt werden, dann kann man da einen Scroll-Effekt erzeugen. Da habe ich ein hübsches Bild zu. Genau, das habe ich einfach mal frech aus der Entwicklerdokumentation zum Amiga kopiert. Also hier, das ist unser darstellbares Bild. Das da ist dann unser eigentliches Raster, das wir haben. Und hier können wir dann dem Videospeicher einfach, dem Videochip einfach sagen, hier liest mal ab Adresse so und so. Und wenn wir das dann zeilenweise absetzen, kriegen wir die Auf- und Abbewegung. Auch das können wir uns am laufenden Objekt mal anschauen. Da habe ich dann wieder diese bewährte Methode mit diesen Callbacks, die wir hier schon gemacht haben, verwendet. Beende das mal. Was ich hier jetzt gemacht habe, ist, dass ich dafür gesorgt habe, dass die Seitwärtsbewegung mal verschwindet. Ah, das wollte ich eigentlich woanders zeigen. Nein, ich will keinen Browser. Entschuldigung. So, was ich hier jetzt gemacht habe, ist, dass ich einfach noch ein Fenster geöffnet habe, wo ich immer die aktuelle obere Zeile der Demo anzeige. Und dank dieser zielbaren Screens können wir dann hier zugucken, wie da dieses Scrolling funktioniert. Das ist hier einfach nur die Adresse, die Startadresse der Zeile. Und hier sehen wir dann, welche Zeile das ist, wie wir sehen. Wenn der Ball weit oben ist, haben wir eine sehr tiefe Zeile und wenn er unten ist, eine sehr niedrige. Der aufmerksame Beobachter hat wahrscheinlich gemerkt, dass der Hintergrund fehlt. Das ist jetzt aus dem Grund, dass der nochmal eine spezielle Spezialbehandlung braucht. Aber fürs vertikale Scrolling, Moment, schaue ich mal, ob ich da noch was Schlaues zu sagen wollte. Genau, da wird das jetzt so gemacht. Ist das Hardware-Scrolling so grundsätzlich klar? Mit dem Adressverschieben? Kann man sich das vorstellen? Okay. So, bei der
Genau. Bei dem Hintergrund ist ja das Problem, der darf natürlich nicht mitgescrollt werden, der muss feststehen. Und da muss ich jetzt wieder ein bisschen mehr zur Amiga-Grafik erklären, wie die eigentlich funktioniert. Bisher habe ich ja einfach nur gesagt, dass es gibt die Pixeldaten, aber eigentlich hat der Amiga seine Grafik organisiert in sogenannten Bitplanes. Ja, genau. Man muss sich das so vorstellen, dass man nicht an einer Stelle dann auf einmal hier diese diese 5-Bit-Werte, die dann jeweils auf das jeweilige Register verweisen haben, sondern stattdessen legt man 5 Grafiken an, wo ein Bit nur für einen Pixel steht, und der Grafikprozessor ist dann tatsächlich in der Lage, diese fünf 1-Bit-Grafiken so zu verbinden, dass er sich diese Farbinformation dann hier herausliest. Also sobald man, wenn nur in Bitplane 1 das Bit gesetzt ist, dann haben wir das Farbregister 2, ist es in 2 gesetzt, dann haben wir 2, ist es in 1 in 2 gesetzt, dann haben wir 3. Einfach binäres Zahlenformat. Genau, hier auch nochmal mit dieser Farbfindung kombiniert, also er holt sich da dann aus diesen verschiedenen Bitplanes, holt er sich dann das zugehörige Farbregister, und der Videochip kann dann die entsprechende Farbe anzeigen. Was hilft uns das jetzt für den Hintergrund? Dadurch, dass wir jetzt für jede Bitplane den Speicher angeben müssen, können wir einfach für die Hintergrundgrafik den Zeiger auf den Speicher einfach entsprechend anpassen, dass wir den nicht verändern. Und damit steht dann der Hintergrund still. Auch das schauen wir uns jetzt mal hier im Emulator an. Was ich hier mache, ist, dass ich jetzt tatsächlich mal diese Bitplanes ausgebe, dass wir mal sehen, wie die ausschauen, und dass wir uns dann auch mal angucken können im laufenden Betrieb, wie die eigentlich manipuliert werden. Hier haben wir erstmal unsere fünf Bitplanes. Die ersten 4 sind die Grafikdaten des Balls. In der allerersten ist noch dazu die Grafikdaten für den Schatten. Und in der 5. Ist unser Hintergrundgitter zu sehen. Und hier habe ich die Demo noch so angepasst, dass die also uns noch für die Darstellung des Bildes die Adressen der jeweiligen aktuell gesetzten Plane angibt. Und jetzt lassen wir den Bäumball einfach mal springen. Das ist ein Bug, der manchmal auftaucht mit diesem springenden Grafikmüll. Und er springt, aber wir sehen in unserer Ausgabe hier auf dem anderen Bildschirm, sehen wir nichts.
Ah doch, jetzt. Ja, das wird jetzt für jeden, Frame ausgegeben und wir sehen, die ersten vier Planes, Bitplanes, da ändern sich die Adressen nicht, während die vierte, die wird immer angepasst. Ne? Daher steht jetzt der Hintergrund dann still. Gibt es dazu noch Fragen? Ist das verständlich? Oder? Gut, dann machen wir mal weiter. So, wir schauen uns gerade nochmal hier die Bitplanes an. Dadurch, dass der Schatten hier auf Bitplane 1 liegt, haben wir übrigens dann auch diesen Schatteneffekt auf dem Hintergrund. Weil nämlich, wenn wir uns das nochmal in der Demo anschauen, bitte nicht verwirren lassen, dass es gerade da so Grafikfehler gibt, dann sehen wir, dass hier die, dass hier der Hintergrund, dass der, der Schatten, wo er auf, den, auf das Gitter fällt, dass da dann auch ein dunkleres Lila ist. Und das ist eben deswegen, weil die Grafik in der obersten Bitplane für Wert 1 drin ist. Wie wir uns vorhin gesehen haben, das dunklere, der lila Wert, der ist an Bitplane auf der Farbe 16. Wenn wir da noch 1 dazu nehmen, dann kommen wir auf 17 und da war unser Schatten. Und das war eigentlich der, so aus technischer Sicht der Knallereffekt dieser Demo, weil das konnte man damals nicht machen. Und diesen großen Vorteil hat Amiga damals leider verspielt. R.J. Michael hat da vor einigen Jahren das als ihre größte Dummheit überhaupt bezeichnet, dass sie das gemacht haben, weil ursprünglich hatten sie nämlich tatsächlich eine Demo, auf der genau. Das ist ein Scan aus einer alten Zeitschrift. Die hatten tatsächlich den Boing Ball, hatten sie eine Version, wo dann einfach im Hintergrund noch dieses Amiga Computer Inc. stand und der Copyright-Vermerk. Und da war dann auch der Schatten drauf, auf dieser Schrift. Und andere Plattformen konnten jetzt diese Geschichte hier mit den Schatten auf einem einfachen Gitter, das konnte man doch noch irgendwie programmatisch lösen. Aber den Schatten dann noch auf eine Schrift fallen zu lassen, das hätte dann einfach damals so die Rechenkapazitäten überstiegen. Und es war jetzt so, dass Commodore dann letztendlich die Firma Amiga gekauft hatte und da gab es dann Reibereien und die wollten einfach nicht in ihr Baby dann Commodore reinschreiben. Und deswegen war die Demo dann nackig und wäre da dann eben Commodore drin gestanden, hätte Apple oder Atari nicht hergehen können und da die gleiche Demo nachprogrammieren und da dann, oder zumindest nicht so leicht nachprogrammieren und da dann Apple oder Atari Computer Inc. hineinschreiben. Es ist tatsächlich eine Version erhalten, bei der Commodore drin steht. Die habe ich mal hier. Die habe ich nicht selbst kompiliert. Aber so sah das dann aus. Und wie wir hier sehen, Schatten ist dann auch schön auf dieser Schrift drauf. So, wir sind hier schon einen Schritt weiter. Hier springt der Ball schon seitwärts. Er sprang hier jetzt nur auf und runter und wir sind jetzt übrigens genau auf dem Standpunkt, wo R.J. Michael und Day Luck dann auf der Winter-CES waren. Da sprang der Ball nämlich auch nur horizontal und stattdessen muss er jetzt ja auch noch nach links und rechts springen und da haben wir jetzt erstmal zwei Probleme. Stoßen wir erstmal auf zwei Probleme, wenn wir das dann machen mit unserer bisherigen Scrolltechnik.
Wir legen ja den Anfang der Zeile immer fest, pro Rasterstrahl. Und wenn wir das jetzt einfach hier verschieben würden, dann würde ja das Bild einfach zerhackt werden, weil es fehlen uns ja die Daten am Zeilenende. Und auf der anderen Seite, außerdem können wir ja gar nicht pixelgenau springen, weil wenn wir jetzt da nur, weil wir ja pro Pixel stecken, wir können ja nur bytegenau die Adresse angeben und beim Amiga sogar nur 16 Byte genau, Bit genau die Adressen angeben. Und dann hätten wir also nichts. Nichts gewonnen, weil wir können ja diese Demo hier, dieses Ding nicht verschieben. Der Amiga hat das hardwaretechnisch so gelöst, dass er der Videoprozessor, Moment, hat das mit dem horizontalen Scrollen so gelöst, dass der Videoprozessor ein sogenanntes Delay hat. Delay heißt, man kann angeben, wo er bei den ersten 16 Bit einer Zeile anfangen soll, die Pixel tatsächlich anzuzeigen. Ne? Also man hat hier den... Das hier ist unser Raster, unser komplettes, unsere Bilddaten. Und man konnte dann sagen, ob er hier entweder direkt ab da anzeigen soll oder ab da. Und das hier waren dann genau 16 Pixel Unterschied. Und das zweite Problem hat man dadurch angeben können, dass wir das Bild nicht zerhacken wollen, dass man ein Modulo angeben konnte, dass man sagen konnte, hier, hör mal, Videoprozessor, ab Byte so und so, um in die nächste Zeile zu kommen, musst du hier an die Adresse so und so viel Byte addieren. Und damit konnte man dann also beliebig breite Raster anzeigen. War in früheren Spielen auch so die übliche Art von Scrolling, also Great Giana Sisters hat das zum Beispiel so verwendet, da gab es dann eine riesen Hintergrundgrafik im Speicher, die dann so in der Darstellung hin und her geschoben wurde. So. Genau, ich habe hier jetzt noch eine Version vom gebaut, wo ich das seitliche Scrolling soweit drin habe, aber den Modulo nicht angepasst habe. Und hier sehen wir dann genau diesen Effekt, dass dann der Hintergrund hin und her springt immer. Und der Trick, um das jetzt zu vermeiden, wie gesagt, wir können das nur für alle Bitplanes auf einmal setzen. Der Trick, um das jetzt zu vermeiden, ist jetzt nicht so elegant wie bisher. Man ging einfach her und hat den Hintergrund 16 Mal im Speicher abgelegt und jeweils um einen Pixel versetzt. Und das kann ich jetzt auch gerade mal hier zeigen, das machen wir ähnlich wie vorhin, als ich die Bitplanes ausgegeben habe. Das sind hier die. Moment, ich will da ein bisschen zentrieren. Das sind hier jetzt diese 16 verschiedenen Hintergrundgrafiken, die alle um ein Pixel versetzt sind. Ich habe sie, linke obere habe ich jetzt einfach mal daumenkinomäßig animiert, dass man das sieht. Also, das sind jetzt einfach diese anderen Bitplanes hier nacheinander abgespielt, dass so diese Bewegung, diese Seitwärtsbewegung deutlich wird. Und wenn man da dann den richtigen Bitmap-Pointer einfügt, bitte wieder nicht über den Grafikmüll hier schimpfen,
dann steht der Hintergrund jetzt stabil. Ich habe hier jetzt noch auf diese Bitplanes jeweils die aktuelle Zahl drauf gedruckt, dass wir dann auch wirklich sehen, dass hier tatsächlich die Hintergrundgrafik pro Frame ausgetauscht wird. Ja, das sind jetzt einfach durchnummeriert von 0 bis 15. Genau. Damit hätten wir jetzt so ziemlich alle grafischen Effekte der Demo entzaubert. Gibt es dazu gerade noch irgendwelche Fragen? War da irgendwas unklar? Okay, gut. So, auffällig ist noch die Implementierung vom Sound. Auf die will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Aber auch hier sei so viel gesagt, die ist sehr betriebssystemkonform implementiert worden und fällt auch in dieser Demo dadurch auf, dass die auch nicht so aufgesetzt, dass die wie nachträglich eingefügt wurde, also dass sie dann auch tatsächlich von der Strukturierung, es ist in eine eigene Source-Code-Datei gewandert, es gibt mehrere Funktionen, die aufgerufen werden, es ist nicht alles in dieser Main-Hauptfunktion drin. Und genau, der Sound selber war ein Sample-Sound, wurde erzeugt, indem man in einer Garage den Ton aufgenommen hat, wie jemand draußen mit einem Schläger gegen das Blechtor schlägt. Es gibt noch ein Tonpanning, also der Amiga konnte Stereoton, also je nachdem, ob der Ball gerade links oder rechts anschlägt, kommt der Ton von links oder rechts raus und das Sample wird noch in unterschiedlichen Frequenzen abgespielt, je nachdem, ob er an der Seite oder unten auf dem Boden ausdoppt, dass der Ton etwas höher oder etwas mächtiger, wuchtiger klingt. Genau. Ein Detail fehlt uns aber noch, die Demo war ja vor allem zur Demonstration der Möglichkeiten des Amiga-Computers und dazu gehörte auch die Möglichkeit, das Betriebssystem Multitasking zu machen. Und wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, diese Demo ist auch in diesen ziehbaren Screens des Amigas ausgeführt. Ich zeige das gerade nochmal. Nehmen wir mal. Okay. Vorne. Etwas hatte ich noch gesehen, als wir diese Hintergrundgrafiken gesehen haben, war vielleicht deutlich, dass da ein bisschen mehr zu sehen ist von diesem unteren Rand, als tatsächlich dargestellt wurde. Möglicherweise ein Bug. Ich habe mal nur aus Spaß an der Freude und weil wir es gerade können, eine Version gemacht, wo der Hintergrund komplett angezeigt wird. Hier ist ein bisschen mehr zu sehen als zuvor. Genau, aber mit diesen ziehbaren Screens, darauf wollte ich ja hinaus. Ne, also der Effekt war, dass man die Demo startet und dann passiert erstmal gar nichts und dann kann man diesen Workbench-Hintergrund hier runterziehen und wie selbstverständlich dobst dann dieser Ball darum. Und das war eben zum einen dadurch möglich, dass man so viel Arbeit an den Chipsatz des Amigas delegiert hat und zum anderen, dass das Betriebssystem das auch alles unterstützt hat, dass man das verwenden konnte. Aber
gerade jetzt mit den ziehbaren Screens bedarf jetzt noch ein bisschen, etwa einer kleineren Erklärung von der Eigenschaft des Amiga-Chipsatzes. Bisher habe ich ja davon gesprochen, dass man diese Bitplane-Pointer, dass man die direkt setzt, und das stimmt so nicht. Also es gibt da dieses Feature einer sogenannten Copperliste. Der Amiga hatte da einen Coprozessor namens Copper, und den hat man dann programmiert, dass der hatte die Eigenschaft, dass er dem Rasterstrahl gefolgt ist, und dem konnte man dann programmieren, dass er dann dass man synchron zum Rasterstrahl dann den Videochip oder andere Bereiche des Chipsatzes manipulieren konnte. Und genau, das klingt jetzt schon hinreichend kompliziert. Ich versuche es nochmal anders zu formulieren. Also 60 Mal pro Sekunde, jedes Mal, wenn hier dieses Bild von oben nach unten aufgebaut wird, dann wird ein Programm gestartet, das dann die entsprechenden Adressen setzt und die Farben setzt und unsere Modulos und alles setzt. Und hier zum Beispiel kriegt er dann macht das Programm diese Copperliste dann, okay, wenn ich hier in Zeile 200 bin, dann bitte das da anzeigen. Und das Ganze wird auch unterstützt vom Betriebssystem. Und zwar spricht man beim kompletten Bild vom Betriebssystem von einem sogenannten View. Und da kann man dann einzelne Viewports anlegen. Ein Viewport ist dann letztendlich das, was dann ein Screen ist. Und die können halt eben so untereinander liegen. Müssen durch eine Leerzeile müssen die getrennt sein, weil die braucht es dann einfach, um den Prozessor Videochip umzuprogrammieren. Und so konnte man die dann anordnen, hier oben schön brav untereinander mit einer Zeile Abstand. So ging nicht, so schon gar nicht und so erst recht nicht. Also das musste alles untereinander liegen. Genau, und damit hatte man dann eben die Möglichkeit, dass wir für ein Viewport ein Raster hinterlegen können. Da konnte man dann ein Pixel-Offset, wie viel Pixel soll das nach links und nach unten verschoben werden, der sichtbare Ausschnitt, und das wurde dann letztendlich angezeigt. Und wenn wir uns das hier jetzt in der Implementierung suchen, gehen wir nochmal zu unserer Main-Funktion. Genau. Da gibt es dann zwei Funktionen, die dann dafür sorgen, dass wir... Das ist dieser Aufruf von Make Screen und Resync Display. Und dieser Make Screen-Aufruf, der sorgt dann dafür, dass für den gerade übergebenen Bildschirm, dass da dann der Copperlistenbereich für diesen Bildschirm erzeugt wird. Bei Resync Display wird dann für den kompletten View, für die komplette Ansicht, werden dann diese von allen Screens die Copperlisten zusammengefügt. So, und Boeing macht jetzt nichts anderes, dass es diese Angaben in dem Viewport entsprechend manipuliert und dann eben pro Frame dieses Make Screen aufruft. Das da ist mein Callback. Da habe ich dann auch vorhin immer mich eingeschmuggelt, wenn ich den Ablauf des Programms ändern wollte.
und konnte da dann einfach den Ablauf hier ein bisschen manipulieren. Hier zum Beispiel gut zu sehen, das ist die allererste Version, wo es einfach stillstehen sollte. Da habe ich dann diesen Offset, den RY-Offset und RX-Offset, der da berechnet wurde, den habe ich dann einfach auf 0 gesetzt und den Bitplane-Pointer noch immer auf das erste Bitplane gesetzt. Das ist dann sozusagen die ganze Magie, die dann dafür sorgt, dass das dann angezeigt wird. Ja, und damit bin ich schon im Großen und Ganzen durch. Wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.